Wie und wann hat die kommunistische Bewegung in China Fuß gefasst? Wenn man von kommunistischen Bewegungen spricht, dann hat man ja immer etwas Merkwürdiges im Blick, was eigentlich auf Europa zutrifft. Kommunistische Intellektuelle, ein städtisches Milieu, textsichere Interpreten, Industriearbeiter, das alles fehlte ja in China. Gab nichts von all dem. Die Marx'schen Schriften waren nicht in Chinesisch übersetzt. Es gab eigentlich keinerlei Vorstellung darüber, was eigentlich der Marxismus sein konnte in China. Ich glaube, man kann es ganz gut erklären, wenn man es im Blick auf Russland im 19. Jahrhundert sieht, dass da erkannt wurde, dass die Bauern, also die Agrarbevölkerung, für ein nationales Mobilisierungsprojekt verwendet werden konnte. Im Grunde ist das kommunistische Experiment in China der Versuch, eine Art von Sozialismus einen national verpackten Sozialismus herbeizuführen, der sich auf die Bauern stützt. Und das haben sie Kommunismus genannt. Und wenn man genauer hinschaut und sich mal die Texte von Mao durchliest, dann erkennt man eigentlich sofort, es hat ganz wenig mit den marxistischen Klassikern zu tun. Es hat wenig mit der Geschichtsphilosophie des Marxismus zu tun, weil das im konfuzianischen und im buddhistischen Kontext überhaupt keinen Sinn ergab. Also die Sache vom Urzustand hin zu einer Erlösung, das ist doch ein sehr christlich geprägtes Modell, wie überhaupt der Marxismus eigentlich aus dem Christentum sich nur erklären kann, mit der Erbsünde und der Auflösung im Paradies am Ende. Das alles ist in dem Kontext nicht verständlich gewesen, hat auch keinen Sinn ergeben. Ich würde eher sagen, Kommunismus bedeutet in China eine Mobilisierungsdiktatur nach sowjetischem Vorbild. Man darf nicht vergessen, dass diese ganzen kommunistischen Bewegungen in der sogenannten Dritten Welt sich alle am sowjetischen Modell orientierten. Nicht an Marx'schen Schriften, sondern am sowjetischen Modell. Und das sowjetische Modell zeigte, dass man in einem Vielvölker- und Agrarstaat Millionen von Menschen mobilisieren kann für die Zwecke des Staates. Und dass aus einem rückständigen Agrarland eine Supermacht werden kann, der die Welt das Fürchten lehrt. Das konnte man sehen. Und das war populär. Vor allen Dingen hat es gezeigt, dass man sich mit den Kolonialreichen, Kolonialstaaten nicht mehr einlassen muss. Es gab ein neues Modell. Ein neues Modell der Emanzipation für die Dritte Welt. Und das ist eigentlich das, was fast alle Kommunisten in Indien, in Indonesien, in China und sonst wo miteinander verbunden hat, dass sie das im Blick hatten. Ja, also sozusagen eine millionenfache Bauernbevölkerung für die Zwecke eines nationalen Projekts zu mobilisieren. Und im Wissen, das geht. Das haben sie in der Sowjetunion schon einmal vorgemacht. Was war die Kuomintang? Die Guomintang ist, wenn man sie mit den Kommunisten vergleicht, die nationale Variante dieses Modells. Also die Kommunisten hatten sozusagen die soziale Variante dieses Mobilisierungsmodells. Die Kuomintang war eine nationale Bewegung. Da stand im Vordergrund, dass in China die alten feudalen Strukturen überwunden und China in eine Nation verwandelt werden müsse. Das schließt an alle europäischen Nationalbewegungen, und zwar mit dem Gedanken, dass die Nation etwas Fortschrittliches ist. Die Nation ist ein etwas Modernes. Die Nation transzendiert die Stände und die sozialen Unterschiede. Zur Nation gehört jeder, ob er Bauer ist, Intellektueller ist, jeder gehört zur Nation. Und das hatte für die nationalen Bewegungen überall auf der Welt eine extrem mobilisierende Wirkung und eine Gleichmachungswirkung. Es machte Menschen gleich. Auch wenn sie verschiedene Berufe und verschiedenen Schichten angehörten, waren sie in der Nation alle gleich. Und die Kuomintang kam sozusagen aus der Erfahrung der kolonialen Demütigung, dass die Westmächte China demütigten, dass die Japaner Teile von China okkupierten und eroberten, war das eine Reaktion. Die Reaktion nämlich, wir müssen die chinesischen Bauern national mobilisieren. Das ist das, was wir machen, tun müssen. Und das ist der Grundgedanke zunächst von Sun Yat-sen, der Führer, also der Anführer dieser nationalen Aufklärungsbewegung, und dann Chiang Kai-shek, der sich dann eine Auseinandersetzung mit Mao über die Zukunft Chinas lieferte. Aus welchen Milieus rekrutierten sich die Führungsfiguren der einen und der anderen Seite? Also bei der Kuomintang ist es ganz klar, das waren Leute aus den Oberschichten, Leute, die an Universitäten studiert hatten, Gebildete und Intellektuelle. Bei den Kommunisten war das etwas anders.
Da überwogen Leute, die aus den bäuerlichen Milieus kamen, also Mao zum Beispiel und andere, die nicht unbedingt aus den städtischen Milieus kamen und deshalb auch eine Verbindung hatten zu den Leuten, die sie ansprechen wollten. Was war der Lange Marsch? Der Lange Marsch ist eine ganz merkwürdige Sache. Das ist ja Mitte der 30er Jahre, ist dieses Phänomen aufgetreten. Eigentlich war der Lange Marsch ein langer Rückzug, weil die Kuomintang sich mit den Kommunisten blutige Gefechte lieferte, um sozusagen die Hoheit darüber, welches Mobilisierungsmodell am Ende durchgesetzt werden sollte. Das nationale oder das national- und sozialistische Projekt von Mao und anderen. Und der Lange Marsch wurde ausgelöst dadurch, dass die Kuomintang, die über sehr viel mehr Waffen verfügte und über größere militärische Einheiten, dass sie die kommunistischen Zentren einkreisten und die Kommunisten zum Rückzug zwangen. Und der Lange Marsch, der begann, glaube ich, mit 70 oder 90.000 Soldaten, die die Kommunisten unter zu ihrer Verfügung hatten, endete am Ende mit 7.000 Soldaten, die noch übrig blieben. Die auf diesem langen Rückzug, der sich durch ganz Zentralchina zog bis nach Norden, fast alle Soldaten verloren durch Desertion, durch Hunger, durch Seuchen und Krankheiten. Am Ende blieben 7.000 übrig von diesen Kommunisten. Man würde jetzt sagen, was ist jetzt daran so großartig? Zweierlei. Das eine ist der Mythos. Der Lange Marsch, den hat Mao inszeniert. Ja? Edward Snow, der berühmte Amerikaner, der dabei war und den Langen Marsch beobachtet hat, hat das als eine große Geschichte im Westen verkauft. Der Lange Marsch war ein Mythos der Unbesiegbarkeit und der Verbindung der Kommunisten mit den Bauernmassen. Das war das eine. Das zweite war, das ist viel entscheidender, da hat er was von Stalin gelernt. Mao gelang es auf diesem Langen Marsch, seine Leute hinter sich zu versammeln. Er konnte sozusagen unter der Bedrängnis, unter den Bedingungen der Bedrängnis, konnte er seine Partei konsolidieren und die Leute hinter sich scharen. Er wurde durch den Langen Marsch, wurde er der Anführer der kommunistischen Partei. Und er hatte von Stalin gelernt, dass Krisen produktiv genutzt werden können. Es war im Grunde eine fürchterliche Niederlage, aber aus dieser Niederlage hat diese Gruppe, diese kommunistische Gruppe, Kohäsion gewonnen und sich hinter dem Führer zusammengebunden. Und was ihm eben auch gelang, ist, dass Mao den Kampf für den Bauernsozialismus mit dem Kampf gegen die Japaner verband. Und das war immer eine nationale Auseinandersetzung. Die Kuomintang machte Kompromisse mit den Japanern. Und Mao griff das auf und hatte sozusagen deshalb Erfolg, weil er seine kommunistischen Vorstellungen oder seine Ideen vom Bauernsozialismus mit chinesischem Nationalismus gegen die Japaner verbinden konnte. Sein Krieg, sein Bürgerkrieg war auch immer ein Krieg gegen Japan. Welchen Anteil hatte die Sowjetunion am Sieg der chinesischen Kommunisten 1949? Zunächst hatten ja Stalin in den 20er Jahren die Kuomintang unterstützt und nicht die Kommunisten, weil Stalin ein Pragmatiker war, der sich gefragt hat, was nützt uns, wer sind die interessanteren Verbündeten und mit wem können wir das durchsetzen. Als aber der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, war für alle Beteiligten klar, Mao war derjenige, der die großen Leistungen gegen die Japaner erbrachte, den Kampf gegen die japanische Vorherrschaft. Und die Sowjetunion schwenkte dann um und unterstützte die Kommunisten. Und das war ziemlich wichtig, durch Militärberater, durch Waffen, die es dann Mao ermöglichten, diesen Sieg am Ende zu erringen, weil die Sowjetunion eben auch ein Interesse an der Niederwerfung Japans hatte. Waren die Kommunisten zunächst für Stalin eigentlich nur Instrumente, die er benutzte, um den Einfluss der Sowjetunion in Ostasien zu vergrößern. Wie würden Sie Mao charakterisieren? Das ist auch eine sehr schwierige Frage, die von verschiedenen Autoren unterschiedlich beantwortet wurde. Mao ist ja im Unterschied zu Lenin nicht von Anfang an ein unumstrittener Führer gewesen. Diese Rolle hat er sich erst erarbeiten müssen. Zu Anfang war Maos Herrschaft noch eine kollektive Führung. Durch den großen Sprung nach vorn, durch diesen fürchterliches Desaster, das da entstand, durch die Kollektivierung und die
unfassbar vielen Millionen Hungertoten, fiel Mao für eine kurze Zeit in Ungnade, um dann in der Kulturrevolution sich wieder zum Alleinherrscher zu machen. Das ist also ein Auf und Ab. Als Persönlichkeit kann man sagen, wahrscheinlich kein Psychopath, so wie Stalin, aber ein rücksichtsloser Gewalttäter. Das ist ziemlich klar, der über Leichen ging und dem das auch egal war. Und der alles tat, und da würde ich sagen, der hat ja von Stalin gelernt, große Krisen zu inszenieren, die mit Hunderttausenden von Toten endeten, weil er in diesen Krisen der Schiedsrichter über die Probleme sein konnte. Er war derjenige, der am Ende die Hoheit hatte, weil er in diesem Chaos die Gruppen gegeneinander ausspielen konnte. Und was er immer wieder tat, das machte ja auch Stalin, er mobilisierte ganze Bevölkerungsgruppen gegen andere Gruppen. Und eigentlich hat er China in ein Dauerchaos verwandelt. Ja, heute wird der Mythos von Mao, das ist der Gründungsmythos Chinas, aber eigentlich ist China erst nach seinem Tod zur Ruhe gekommen. All die Jahre davor waren eigentlich eine Katastrophe. Wie war das Verhältnis zwischen Mao und Stalin? Das Verhältnis zwischen Mao und Stalin ist ambivalent. Mao hat Stalin immer verteidigt, als denjenigen, der den wahren Sozialismus vertreten habe. Das hat er getan, als er mit Khrushchev in einen Konflikt geriet. Da blieb ihm gar nichts anderes übrig, als dem Khrushchev vorzuhalten, wer der eigentlich richtige Kommunist gewesen sei. Das waren natürlich Mao selbst und Stalin. Wenn man aber genauer hinschaut, ist Mao von Stalin sehr schlecht behandelt worden. Er ist zweimal mit ihm zusammengetroffen, er hat ihn stundenlang warten lassen, er hat ihn nicht ernst genommen und hat ihn auch nicht für einen ebenbürtigen kommunistischen Herrscher gehalten. Das ist schon sehr früh klar geworden, aber sehr früh klar ist auch den Bolschewiken geworden und dem Umfeld von Stalin, dass Mao nicht einer ist wie Ulbricht oder wie Gomulka, den man mal kurz herzitieren kann und der dann tut, was Stalin will. Das war von vornherein klar, dass Mao ein eigener Kopf ist und dass China nicht irgendein Land ist, sondern ein riesiges, das größte Land in Ostasien und dass dieser Führer an Bedeutung gewinnen würde. Das wurde, glaube ich, ziemlich schnell klar, dass sie mit den Chinesen auf Augenhöhe würden klarkommen müssen. Wieso kam es 1957 zum Bruch zwischen Moskau und Peking? Zum Bruch zwischen Moskau und Peking kam es aus zweierlei Gründen. Der eine Grund ist die Entstalinisierung. Das hatte sowohl inhaltliche wie symbolische Bedeutung. Mao hatte natürlich sofort verstanden, dass wenn jemand wie Stalin vom Sockel gestürzt wird, dass das auch mit ihm passieren könne. Ja, das haben sie natürlich im Blick gehabt. Seit 1949 war Mao an der Macht und sie hatten natürlich sofort den ersten Gedanken, was würde passieren, wenn eine solche Bewegung sich auch in China durchsetzen würde. Und da Mao sein Schicksal mit Stalin verbunden hatte, indem nämlich der Hinweis auf Stalin seine Herrschaft legitimierte, konnte er sich damit überhaupt nicht identifizieren. Deng Xiaoping ist ja der spätere Reformer, war anwesend, als Khrushchev die Geheimrede hielt auf den 20. Parteitag. Und intern war ziemlich klar in China, das werden wir nicht machen. Das werden wir nicht wiederholen. Und wir werden der Bevölkerung nicht mitteilen, dass das eine gute Sache gewesen sei, den großen Führer vom Sockel zu stürzen. Das ist destabilisierend. Die Chinesen hatten ja immer den Vorteil, dass sie all das, was die Kommunisten in der Sowjetunion machten, beobachten konnten und dann ihre Schlüsse daraus zu ziehen. Der zweite Grund war, dass die Entstalinisierung ja auch eine Bedeutung für die Außenpolitik hatte. Die friedliche Koexistenz. Das lehnte Mao ab. Er lehnte das ab, weil er jetzt glaubte, mit dem Erreichen des Kommunismus und des Sozialismus in China wäre die große Stunde der Abrechnung mit den Kolonialmächten und dem Westen gekommen. Und Mao wollte von der Konfrontationslinie der vergangenen Zeit nicht abweichen. Und Khrushchev hat ihm ziemlich deutlich gemacht, dass die Sowjetunion keinen Atomkrieg führen würde, dass die Sowjetunion keine Kriege gegen den Westen führen würde, sondern dass es einen friedlichen Konkurrenzkampf zwischen den Systemen geben würde. Und das sind die eigentlichen Gründe gewesen,
warum es zu diesem Konflikt kam, der dann später dazu führte, dass die Chinesen sich für die eigentlichen Kommunisten hielten. Also für diejenigen, die das unverfälschte, wahre Modell des Sozialismus verteidigten, während Khrushchev und seine Leute ihnen als Verräter galten, die die Sache verraten hatten. Was war die Kulturrevolution? Die Kulturrevolution in China war im Grunde der Versuch, Maos Macht noch einmal auf neue Höhen zu bringen. Die Kulturrevolution begann damit, dass Mao die Jugendlichen, vor allem an den Universitäten, die Parteijugend, dazu aufforderte, Kritik an den Eltern, an den Vorgesetzten und an den Eliten zu üben. Im Grunde so ein wenig wie der große Terror von 1937 in der Sowjetunion, wo das Regime die Bevölkerung aufforderte, zu denunzieren und um Leute wegzuschaffen. Und diese Bewegung hat dann Mao nicht unter Kontrolle bringen wollen und auch nicht können. Verselbstständigte sich, indem die sogenannten Roten Garden, das waren in der Regel Angehörige von Universitäten, also Studenten, die aus dem Funktionärsmilieu selbst kamen, anfingen, Autoritäten zu demütigen, umzubringen. Und das hat jahrelang zu unfassbarem Chaos und schrecklichen Gewaltexzessen in China geführt. Diese Kulturrevolution hatte grauenhafte Resultate für die Wissenschaft, für die Universitätslandschaft und für das Autoritäts- und Hierarchiegefüge. Hat es aber Mao und seiner Ehefrau, die damit ganz besonders verbunden war, ermöglicht, sich wieder zum Alleinherrscher zu machen. Er war sozusagen derjenige, der im Hintergrund die Strippen zog. Und er musste nur beobachten, wie die Gruppen sich gegeneinander, wie die Gruppen einander bekämpften. Und man könnte sagen, dass auch hier sich zeigt, dass Mao genauso wie Stalin ein Meister der Krise war. Dass er Krisen um jeden Preis inszenierte und seien sie ökonomisch noch so verheerend, nur um die Machtbalance zu erschüttern. Und darum ging es im Grunde. Mao wollte kein Primus inter pares sein, sondern er wollte der Alleinherrscher bleiben. Und dazu war ihm jedes Mittel recht. Und die Kulturrevolution war eben genau ein Versuch, genau das herzustellen. Und ähnlich wie bei Stalin, mit seinem Tod wurden diese Kampagnen sofort eingestellt. Welchen Preis zahlte die chinesische Gesellschaft für die forcierte Industrialisierung und die sozialistische Umgestaltung der Landwirtschaft? Wahrscheinlich hat es kein Experiment im 20. Jahrhundert gegeben, das so viel Todesopfer gekostet hat wie der große Sprung nach vorn aus den 50er Jahren und der Kulturrevolution. Die Opferzahlen gehen in die Millionen und sie waren weit höher als in der Sowjetunion der 30er Jahre. Es sind viel mehr Chinesen verhungert als Ukrainer und Russen und andere oder Kasachen in der Sowjetunion der 30er Jahre. Der Preis, der dafür entrichtet werden musste, ist fürchterlich. Man kann es sich kaum ausmalen, welche Folgen diese desaströse Wirtschaftspolitik hatte, die ja gar nicht dazu führte, dass China wirklich industrialisiert wurde, sondern die Herrschaft Maos war eine Herrschaft der Katastrophen, der Hungersnöte und des Desasters. Es sind seine Nachfolger gewesen, die China in einen wohlhabenden und dynamischen Tigerstaat verwandelt haben. Seine Nachfolger waren das. Aber seine Nachfolger mussten natürlich den Staatsgründer da lassen, wo er war. Und das hatte Deng Xiaoping sehr gut erkannt nach Maos Tod, dass sie eben nicht so verfahren könnten wie Khrushchev, weil sie in der Sowjetunion eben noch Lenin hatten. Den Staatsgründer, den hatten sie noch. Und sie hatten das nicht. Sie konnten nicht Mao aus dem Mausoleum schaffen und den Staatsgründer demontieren. Und deshalb gab es diesen Kompromiss. Man spricht über die Verbrechen nicht mehr. Man verurteilt die Kulturrevolution, aber man sagt nichts über Mao. Sondern die Figur bleibt einfach sakrosant. Und so hat man das gelöst, dieses Problem, um zu vermeiden, dass man über die Verbrechen und die Exzesse hätte sprechen müssen. Was war der sino-sowjetische Konflikt und wie gefährlich war er? Na, der sino-sowjetische Konflikt ist ja eigentlich ein Konflikt über die Hoheit Chinas oder der Sowjetunion über
über die kommunistischen und sozialistischen Bewegungen in der Dritten Welt. Wer führt die eigentlich an? Wer hat den eigentlichen Einfluss? Man sieht die Konkurrenz in Nordvietnam, zwischen Kambodscha, zwischen der Sowjetunion und China, in Afrika, wo dann auch Chinesen begannen, sich einzumischen, die blockfreien Bewegung, die eine größere Bedeutung gewann. Also in diesem Zusammenhang muss man das eigentlich sehen, dass die Chinesen versuchten, den Sozialismus auf neue Weise zu beleben und zu einem neuen Modell für die Dritte Welt zu machen und die Sowjetunion als einen sozusagen revisionistischen Staat darzustellen, der die Ideale des Kommunismus längst verraten hatte. Gefährlich war dieser Konflikt eigentlich nicht. Es gab diese Grenzkonflikte am Ussuri-Fluss zwischen der Sowjetunion und China, aber dass das wirklich systemsprengende Bedeutung gehabt hätte, kann man nicht sagen. Wie konnte sich China zu einer ökonomischen Weltmacht entwickeln? Die chinesischen Kommunisten waren, glaube ich, ganz große Pragmatiker. Sie haben nämlich sich die Experimente von Gorbatschow genau angeschaut und haben selbst entschieden, dass sie das nicht machen wollen. Und es war von vornherein klar, und daran zeigt sich auch das Besondere an diesem chinesischen Weg des Sozialismus, dass sie sich gar nicht verbiegen mussten. Also sie mussten gar keine Abbitte leisten von irgendwelchen sozialistischen Modellen, weil das immer ein national orientierter Mobilisierungsstaat gewesen ist, den man jetzt in die Dienste anderer Zwecke stellen konnte. Bis heute gibt es die Kommunistische Partei Chinas, die haben sich ja nicht mal umbenannt. Daran kann man ja sehr gut sehen, dass das keine große Bedeutung hatte. Jetzt ist es ein kapitalistischer Staat. Und was sie gemacht haben, ist, dass sie sozusagen die Wirtschaft liberalisiert haben, sehr früh, haben die Wirtschaft vom staatlichen Zügel gelassen und sich auf ein völlig neues ökonomisches System eingelassen, mit großem Erfolg, haben aber einfach das politische System so belassen, wie es war. Was eigentlich ganz gut zeigt, dass die Rede von Kapitalismus und Demokratie, dass das unbedingt zusammengehöre, nicht richtig ist. Am chinesischen Beispiel kann man ganz gut sehen, dass sozusagen durch staatliche Interventionen, durch Infrastrukturpolitik und systematische Investitionen des Staates sich solche Länder sehr wohl auf eine Weise mobilisieren und modernisieren können, wie man das nicht für möglich gehalten hätte. Das ist in der Sowjetunion weniger gut gelungen, weil Gorbatschow nicht mit den ökonomischen, sondern mit den politischen Reformen begann. Und sozusagen den Rahmenprozess, der diese ökonomischen Veränderungen hätte grundieren können, verändert hat. Und zwar auf eine Weise verändert hat, dass sich dann die ökonomischen Reformen nicht heilsam durchsetzen konnten in der Sowjetunion. Und im Grunde haben die Chinesen sich das angeschaut und das machen wir anders. Und das ist einer der Gründe für den Erfolg. Das Verstörende ist ja nur, und damit kommen ja doch Intellektuelle im Westen nicht zurecht, dass das nicht automatisch zu einer Liberalisierung der Verhältnisse führt und offenbar auch nicht, dass sozusagen diejenigen, die vom Kapitalismus profitieren, das auch wollen. Dass es die zwar gibt, Leute, die demokratische Verhältnisse in China wollen, aber dass das eine ganz kleine Minderheit ist, die das eigentlich will. Wofür steht der Tiananmen-Platz im Jahr 1989? Die Ereignisse auf dem Platz sind ja eigentlich im Grunde der erste Versuch, so etwas wie eine Perestroika in China ins Werk zu setzen. Es gab nach dem Tod Maos, gab es in vielen Städten das Konzept der Wandzeitung. Also Deng Xiaoping und andere haben im gewissen Rahmen Studenten erlaubt, Wandzeitungen an bestimmten Plätzen in den Zentren der Städte aufzuhängen, auf denen Kritik geübt werden durfte an den Verhältnissen. Das war im Grunde so eine kleine Art von Perestroika. Das ist aber dem Regime schnell aus den Händen geglitten. Und das hat größere Ausmaße angenommen. Und diese Ereignisse auf dem Tiananmenplatz sind eigentlich sozusagen der Gipfel dieser studentischen, dissidentischen Bewegung. Und das Regime hat den Entschluss gefasst, dass das unterbunden werden müsse. Weil sie sehr wohl begriffen, wenn das Schule machen würde, dann würden sie bekommen,
was die Sowjetunion bekommen hatte unter Gorbatschow. Und das wollten sie um jeden Preis vermeiden. Und deshalb ist diese Studentenbewegung mit brutaler Gewalt niedergeworfen worden. Und man muss leider sagen, mit Erfolg, weil danach diese Bewegung tatsächlich tot war. Was ist am heutigen China kommunistisch? Am heutigen China ist gar nichts kommunistisch, außer dass es das Mao-Mausoleum gibt, dass diese komische Partei kommunistische Partei heißt, obwohl es mit dem Kommunismus eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Die chinesischen Kommunisten waren große Pragmatiker. Sie hatten verstanden, dass man, wenn man Herrschaft legitimieren will, Kontinuität braucht. Keine Herrschaft wird sich auf Dauer behaupten, die alles in Frage stellt. Und das sei, wie Deng Xiaoping schon festgestellt hatte, der Fehler von Khrushchev gewesen. Er machte der Bevölkerung klar, die Partei kann sich irren. Aber sie hatten doch jahrzehntelang gesagt, die irrt sich nie. Und jetzt konnte sie sich plötzlich irren, die Führer auch, einen Fehler gemacht. Das soll man nicht tun, sondern man soll Herrschaft mit Kontinuität und Tradition ausstatten. Und das ist genau das, was in dem chinesischen kommunistischen Milieu passiert. Man knüpft an eine scheinbar ewige Tradition. Das kann man mit dem Konfuzianismus verbinden, mit Mao als dem Staatsgründer, mit dem Bauernsozialismus, mit all diesen ganzen Dingen. Und das funktioniert relativ gut. Man kann daran ganz gut sehen, dass man gut beraten ist, Herrschaft in Tradition und Kontinuität zu stellen, wenn man auf Dauer am Ruder bleiben will. Aber man muss es so tun, dass die Bevölkerung auch sich darin wiedererkennen kann. Sonst hat es keinen Sinn. Also Traditionen zu verteidigen, die keiner mehr wichtig findet, das hat keinen Sinn. Aber ich glaube, darin sind die chinesischen Kommunisten ziemlich erfolgreich, genau das zu tun.